Grenzen. Jetzt fahren wir erstmal auf Ebmatt, wo die Tankstelle ist. Ne? Auf die Grenze nach Ebmatt, die nördlichste, wo ihr eigentlich hättet reinkommen können. Branitze hat seine eigenen Windmühlen, 3 Stück. Ja. So, das ist jetzt die nördlichste Tankstelle oder die westlichste Tankstelle der Tschechischen Republik, weil da vorne ist schon die Grenze. Nördlichste oder westlichste? Westlichste eigentlich. Das ist immer noch tschechisch. Aber deutsch geschrieben. Aber deutsch geschrieben, weil für Tschechen ist das nicht. Warum nicht? Weil das hier im Grunde genommen für die Deutschen sind, ist, die hier über die Grenze kommen. So einfach. Ja, ja. Duty free. Duty free. Genau. Duty free Grenze. Ja, das gibt's hier auch. In Asch gibt's das. Ja. Das travel free, ne? So, und jetzt sind wir in Deutschland. Mhm. Ja, die fahren, guck mal, was hier los ist. Mhm. Guck mal, was hier los ist. Wenn die den Wulst da nicht gemacht hätten, dann würden die hier mit 100 durchrauchen, ne? Tschechien, Deutschland, Tschechien, Deutschland, wohin denn, Ich bin zerspalten, wohin denn? Deutschland, Tschechien, ich weiß es nicht. Ihr lebt hier nach zu Deutschland. Bydlíte tady vlastně blízko Německa. Co to pro vás znamená? Was bedeutet es für euch? Co to znamená pro vás? Výhoda třeba, když si scháníte zaměstnání. Jo, Beruf. Also, du möchtest vielleicht in Deutschland arbeiten. Meinst du? Nein. Oder in Deutschland? Hier, in der Nähe. Auf der deutschen Seite. Das ist ein Vorteil. Ja. Ach, Jelvis, möchtest du dort arbeiten? Ach so. Nein. Nur du siehst es, wie die Stärke Vorteil. Es ist für dich ein Vorteil. Wie ist das Verhalten von den Deutschen? Nein, nur pomalu, wenn ich chcete předjet, tak si, že máš se o nich strach. Aha. Ja, es gibt nur ihr Hodiken. Also, du strahlst. Wirklich? Also, da wirklich Unordnung. Wie machen wir Unordnung? Also, verschmutzen hier die Landschaft. Jo? Dělají tady jako nepořádek? Je to strašně moc a hodně jako aut jezdí. Taky malý město a hodně. Německý, jo? Chvíle autos. Deutsche autos. Ja, my jsme tam všechny. Ist es deine Meinung oder die Meinung deiner Eltern, deiner Bekannten? Ist das dein Názor nebo Názor tvojej rodiny nebo tvých známých? Wer möchte die Grenze wieder zu ist? Kdo by chtěl, aby se zase zavřela hranice? Něco jste se dozvěděli? Jo, tak to mě těší. A až budu mít knížku v češtině, já vám napíšu svoje jméno. Ale v Čechách už něco vyšlo česky, takže si něco můžete ode mě přečíst. Děkuji vám za pěkný rozhovor a přeju vám všechno nejlepší. Thank you.